Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, zu einem neuen Video zu PS 2018, dem E3-Trailer. Und ich dachte mir, den gucken wir uns mal gemeinsam an. Und ja, nicht erschrecken, weil es im Hintergrund schlimm aussieht. Ich habe hier Vorbereitungen inzwischen für den Umzug und so weiter und so fort. Deswegen steht da schon Krempel rum. Aber wenn wir uns erstmal hier auf den Trailer sozusagen konzentrieren. Und das sieht ja soweit eigentlich schon sehr, sehr nice aus. Was ich sehr cool finde, diese Katakomben, diese Tunnel, ja, haben sie sehr schön nachgemacht. Eben haben wir Barcelona gesehen. Das sah sehr schön aus. Hier in Anfield, Borussia, also in Dortmund, auch sehr schick. Schalke ist auch lizenziert. Sehr gut. Vornherein schon gesagt, natürlich hat PES noch nicht volle Lizenzen. Ob das in PS 2019-FIFA 19 anders sein wird, das wird man noch von der DFL dann hören müssen, soweit ich das verstanden habe. Dieses Jahr wird auf jeden Fall noch kein volles Lizenzpaket dabei sein für PS. Aber das macht nichts. Einfach für den PC besorgen oder eben auch entsprechende Option-Files für die Konsolen besorgen. Das ist alles gar kein Problem, um das so ein bisschen zu modden. Was ich halt dann eben empfehlen kann. PC-Version, da gibt es dann alle möglichen Teams, die man da eben haben möchte. Und ja, ich meine, soweit sieht das Spiel eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Was mir sehr gut gefällt, die Paraden der Keeper, aber auch nicht nur die Paraden der Keeper, sondern auch, wie sich die Spieler reinschmeißen, wenn die eine Grätsche machen, dass sie halt da so auf dem Boden noch langrutschen, also so sich auch drehen, ja, nicht nur eine gerade Grätsche oder sowas, wie man das vielleicht kennt, finde ich sehr, sehr gut. Hier sehen wir so einen speziellen 3 gegen 3 Koop-Modus, was ich auch super gut finde. Hat natürlich noch bestimmte Funktionalitäten, von denen man noch nicht so genau weiß, wie das Ganze ablaufen wird. Hier dann natürlich die üblichen Sachen, Become a Legend, also Be a Pro sozusagen. MyClub ist der Karrieremodus und ja, MyClub sag ich schon, Meisterliga ist der Karrieremodus und MyClub ist ja Ultimate Team. Und da haben sie noch diese PES League, also das, dieser E-Sports-Anteil sozusagen. Sehr, sehr schick. Also ich bin schon mal gespannt auf richtiges Gameplay, wenn man das selbst spielen kann. Und da kommt es jetzt bei Konami, ist es jetzt wohl so. Ab Juli gibt es wohl eine offene Beta. Online-Beta ist im Juli erhältlich, ja. Also man kann sich da schon das Spiel vorher mal spielen. Das machen sie extra, damit man so ein bisschen schauen kann, was für Probleme gibt es beim Online-Spiel und so weiter. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal ganz dick gespannt. Es werden hier auch noch mehr Sachen so gezeigt. Das kommt nachher gleich, glaube ich. Was ich hier sehr schön finde, auch wie die Spieler sich so verhalten, das haben sie ja sehr gut mit reingebracht. So diese Player-ID sozusagen. Sowas ähnliches hat FIFA ja auch jetzt, vielleicht auch schon länger. Auf jeden Fall, dass man die Spieler erkennt und das hat man hier zum Teil. Was mir auch sehr schön gefällt, ist eben die Stadion-Atmosphäre und auch die Geschwindigkeit des Spiels oder wie der Ball läuft. Ja, das könnt ihr mal gerne euch auch mal genau angucken. Dass der Ball nicht unbedingt direkt an einem Spieler dran klebt, sondern eventuell, dass er sich den so ein bisschen locker vorlegen kann oder um einen Spieler damit herumkommt und so. Was ich auch sehr schön finde, es gibt hier für MyClub spezielle Spieler, die es so ja nicht mehr gibt, ne? Also für das Spiel. Eine Art Legende, Maradona ist jetzt verfügbar. Kann man bekommen, glaube ich, direkt als Vorbestellbonus oder so. Aber nicht nur der, sondern auch Usain Bolt. Ja, also der kann vielleicht nicht so super mega gut schießen, vermute ich mal. Dafür ist aber dann extrem schnell. Ich weiß gar nicht, wie gut er im Fußball ist, weil es gab ja schon damals immer irgendwie Gerüchte, ne? So, dass er irgendwie Fußballkarriere starten soll oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Soweit sah der Trailer gar nicht mal verkehrt aus. Wir haben viele, viele Kleinigkeiten gesehen. Man sieht auch auf der Homepage alle Informationen. Also wenn ihr auf konami.com/wepass/2018 geht, dann habt ihr da alle Informationen. Die finde ich schon mal nicht schlecht. Also es wird nochmal mehr demnächst wahrscheinlich auch angekündigt. Offiziell ist der Diego Maradona ein Ambassador, also hier so ein Botschafter für PES. Also deswegen ist er auch darin enthalten. Ich meine, war Maradona nicht auch bei den Ikonen dabei? Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Bei FIFA 18 ist Maradona, glaube ich, auch bei den Ikonen dabei. Ja, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch soweit der Trailer gefällt. Natürlich sieht man jetzt hier nicht alles, weil meine doofe Facecam da in der Ecke ist. Ich muss sagen, natürlich
gefällt mir FIFA von der Präsentation her zum Teil besser. Ich meine, die Engine ist nicht ganz so schick wie die Cry-Engine, die Frostbite-Engine, die FIFA benutzt. Aber ich muss sagen, die hier ist wesentlich freundlicher, was das Modding betrifft. Das ist ja so das Problem bei FIFA. Modding ist da ja so gering jetzt inzwischen, weil ja die Frostbite-Engine das nur schlecht zulässt. Ich bin gespannt bei FIFA 18, ob da dann Modding irgendwie ja, reingebracht werden kann. Aber was ich sehr schön finde, dass sie hier überall so diese kleinen Details haben, auch hier im Stadion, ne? Also dass man da die Fanarts, ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger nennt, die Aktion von den Fans mit den Schildern und so, ihr wisst Bescheid. Finde ich alles sehr schick. Auch, dass die Trikots nicht mehr so ganz schwabbelig aussehen. Das gefällt mir soweit alles sehr, sehr gut. Ja, und dieses Dribbling ist hier so ein bisschen anders inzwischen geworden. Bin gespannt, wie Skills und so weiter hier bei PS in 2018 so ablaufen. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal soweit ganz gut. Würde es gerne schon mal anspielen. Ich werde natürlich leider nicht bei der Gamescom sein, weil mir das dann doch ein bisschen zu blöd ist, so mit der Akkreditierung und ja, ne, ihr wisst Bescheid, das habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Werde ich mir die Online-Beta halt angucken müssen. Da wird sich bestimmt auch noch was vom Gameplay ein bisschen tun. Aber soweit wird man da auch bestimmt einen guten Einblick haben können. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, wie ihr das hier findet. Ihr müsst nicht unbedingt irgendwie haten oder irgendwie so einen Quatsch sammeln, wie, es sieht aus wie FIFA 8 oder was weiß ich. Ja, also ist alles Quatsch. Wer so einen Blödsinn erzählt, der hat irgendwie Tomaten auf den Augen. Das Spiel sieht nicht aus wie FIFA. Ah, das war so. Solche Sachen wurden früher mal so gerne gesagt. Ich finde, die Präsentation ist in Ordnung. Das Menü, also ne, von den Spielern da in Minecraft und so, das sieht vielleicht ein bisschen altbacken aus, dieses komische Kachelmenü. Das kann vielleicht sein, dass es nicht so ganz mega geil aussieht. Würde ich da auch zustimmen. Aber letztendlich ist ja das Wichtigste, wie das Gameplay ist. Natürlich gibt es da noch unterschiedliche. Ja, Gewohnheit, ne, was man eher gewohnt ist zu spielen. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich PES spielen lässt. Und ich guck mal, wie das diese Saison ist. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen mal Streams zu machen zu PES, auch wenn nicht der größte Anklang hier auf dem Kanal für PES ist. Weil, naja, wir haben ja eigentlich damals mit PES angefangen, sind dann rüber gewechselt auf FIFA, weil halt einfach in der Community, in der deutschen Community, mehr Leute halt auf FIFA stehen. Aber ich meine, man muss ja das Spiel nicht immer muss ja nicht mehr haten, so Samsung, Android oder iPhone oder was weiß ich. Ja, immer diese zwei Lager. Einfach, lass doch beide spielen. Warum nicht? Ja, man kann auch mit beiden Sachen Spaß haben. Beide Spiele haben sicherlich ihre Vor- und Nachteile. Und ich denke mal, bei PES wird ein großer Vorteil oder was auch Spaßfaktor sozusagen betrifft, im Offline-Segment sein. Und natürlich bei FIFA eher im Online-Segment. Bestimmt wird der Karrieremodus in FIFA auch sehr nice werden, aber ich denke mal, dass wir da bei PES eine größere Entwicklung verzeichnen können. Denn zum Beispiel konnte man auch bei PES 2017 Vorverträge schließen, in Anführungsstriche. Also nicht die Vorverträge, ihr wisst, bei FIFA, wenn man ein halbes Jahr vorher in der Vertrag ausläuft, das macht, sondern man konnte halt die Verträge einfach schließen während der laufenden Saison und dann ja, ist der Spieler in der Transferphase gewechselt. So hast du halt bei FIFA immer nur, okay, Spiel, 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 Transferphase, alle Transfers jetzt machen, gar keine Vorbereitung, gar nichts. Und dann Ende, dann musst du wieder Spiel, 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 wieder Transfers. Das ist so, büb, büb. Und bei PS ist das zum Beispiel so, das hat mir sehr gut gefallen, dass das ja ineinander parallel laufend auch ist. Also man muss nicht komplett immer nur Spiel, 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 Transfers, Spiel, 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 Transfers oder so machen, sondern man kann halt zu jeder Zeit, wenn man guckt, oh, ich merke hier, der Spieler, der wird langsam echt schlecht, da müssen wir langsam mal dran arbeiten, dass man da dann schon sich einen Spieler raussucht, wie der sich über die Saison entwickelt und dann zugreift, ja. Also das fand ich auch schon mal nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie das im, wie die Meisterliga hier so wird bei PS 2018, aber auch Become a Legend, also der Be a Pro-Modus. Da bin ich auf jeden Fall ganz, ganz doll drauf gespannt. Und ja, das war's dann soweit. Ihr könnt euch gerne auf der Homepage von Konami da noch ein paar Informationen selbst durchlesen. Sachen, die ich vielleicht nicht erzählt habe oder über die ich nicht gesprochen habe. Veröffentlichung ist am 14.09. steht hier noch. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine oder zwei Wochen vor FIFA. Das sollte soweit okay sein, denke ich. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Gerne lasst den Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Und ich sehe gerade, exakt 10 Minuten, da kann ich Werbung schalten. Dafür Daumen nur nach oben, Hashtag Ehrenmann. Also, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.